Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute endlich mal wieder mit Milay. Wir haben uns jetzt was ausgedacht. Wir versuchen jetzt jeden Sonntag, Challenges zu machen. Und heute fangen wir an mit, wer macht den besseren? Burger, genau. Das ist der erste Teil. Zeitgleich ist auf Milays Kanal, Milays Welt, genau. Auch ein Video erschienen, wo wir den, wer den besseren Hotdog macht. Genau. Hinter der Kamera ist Mama. Die filmt es und sie ist dann am Ende die Jury und sie muss wirklich ehrlich sein. Ehrlich sein. Nicht pro Milay oder so. Ja. Das warum pro Milay? Also und also. Wir geben uns jetzt die Hand. Challenge accepted. Challenge accepted plus. Wir schauen nicht ab. Wir schauen nicht ab. Ja. Okay. Ja. Dann für Milay, du tust mir jetzt schon leid. Das ist so unfair, aber wenigstens mehr Erfahrung. So, jetzt zu meinen Zutaten. Einfach Fleisch. Hackfleisch, das sind noch Würzen, die Form machen. Ich habe diese Hamburger Buns genommen und diesen Käse. Mehr brauche ich nicht. Und Soße halt Ketchup, Mayo, Senf haben wir da und Sauergurken. Ja. Das sind meine Zutaten, das reicht. Ja, also ich habe auch das gleiche Fleisch. Dann habe ich auch, ich habe den Käse aber genommen und ich habe die, hab das Brot genommen. Ich habe noch Salat und Tomaten, die sind aber jetzt noch im Kühlschrank. Und auch die Soße halt. Die Salz und Pfeffer rein muss ich machen. Ich habe eh eine kleinere Menge. Ich habe eh eine kleinere Menge. Ich kann nicht so viel machen. Aber meins ist eh zu viel. Ich fange jetzt mit. Hä, du machst doch auch nur eins. Egal. Ich fange jetzt mit Pfeffer an. Wie viel Pfeffer macht man rein? Was war das? Cayenne-Pfeffer. Wie viel tut man rein? Ich weiß es nicht. So. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Menge. Ach du meine Güte. Am Schluss ist Salz entscheidend, aber bin gespannt. Lieber zu viel als zu wenig. Oha! Und jetzt einfach massieren. Dann massieren? Doch nicht. Massieren. Er massiert mal das Fleisch. Ah, hätte ich bei Milay mache ich es. Okay, wegen ihren Nägeln. Okay. Hey, das ist voll unfair. Ich kann das nicht so. Das hat doch mit Kneten nichts zu tun. Es geht nur darum, dass ich mein ganzes Zeug hin. Das ist gar nicht Gewürz. Wo sind die Gewürze? Ja, warte mal hin. Abracadabra! Ich glaube, da muss mehr rein. Mach mal so ein bisschen. Das ist gut, du lernst für die Zukunft. So, dass das schön fertig ist. So, das ist jetzt fertig. Sie kann schon. Okay. Oha. Wollt ihr Bälle machen, oder was? Hey, Allah, Hilfe! Wie groß wird das? Das ist, meins ist zu groß. Leute, ich muss hinter der Kamera so lachen, die wissen nicht mal, wie man Hamburger formt und platt macht. Meinst du den anderes? Ich mach Smash Burger. Was ist Smash? Ja. Mach mal erst normale Burger und dann erst Smash. Ich überlege, wenn ihr zum Masterchef mal gehen würdet in die Türkei, also ihr würdet euch zum Tode blamieren. Ja, das passt doch. Jetzt mal ernst, als Mutter, passt das nicht? Ich sag gar nichts jetzt. Hier noch? Ich bin perfektionistisch. Es muss perfekt sein, nicht so. Ich gehe jetzt an meine Burgerbrote schauen. Ich nehme jetzt ein bisschen Butter. Das ist zu dünn. So. So, ich lasse jetzt hier die Butter ein bisschen schmelzen. Und dann tue ich schon mal meine Burgerbuns drauf. Ich lasse die leicht ein bisschen anbraten. Und mache in der Zeit dann die Soße. Jetzt kommen einfach so ein bisschen die Burger Buns rein, dass es ein bisschen goldig wird. Das ist, glaube ich, der einzige Faktor, wo ich und Milay die gleiche Soße mache. Ja. Ketchup. Also es kommt halt wieder drauf auf die Menge einfach. Mayonnaise. Mann, ich mache erst Mayo. Ich kann nicht zuerst Ketchup machen. Ich muss zuerst Mayo machen. Ich hoffe, das passt von der Menge alles. Und Senf. Ich habe Videos angeguckt, Senf darf nicht so viel sein wie Ketchup und Mayo. Das reicht hoffentlich. Sind die zu groß? Wo soll ich das wissen? Ich bin der Gast, wo soll ich das wissen? Ich schneide die einfach ganz klein. Oh, das ist so viel Senf. Das passt schon. Ich tue jetzt mal Sauergurken rein. Mhm. Oh Scheiße, die sind sehr groß geworden. Also, ich mache erstmal meine Soße. Oh, meine Buns. So reicht, glaube ich.
So. Weißt du, so sind säuerlich. Scheiße, meine Saugurkenstücke sind so groß geworden. Kacke. So goldbraun. Lecker. Und ich kann jetzt schon mal ans Braten gehen. Mila ist immer noch bei der Soße. Sag's euch, du bist ein richtiger Mensch. Da muss Öl rein. Ist schon klar, Mama. So dumm bin ich auch nicht. Sie smashen. Ich wollte eh schon immer Smashburger probieren, aber ich bin nie dazu gekommen. Und deswegen... Was ist Smashburger? Ja, du drückst es einfach klein. Verstehst du? Okay. So. Warte, ich sag's euch, schaut so klein, wie sie sein. Das, was er da gemacht hat, das ist nicht richtig. Gibt so. Euch. Ja. Frauen haben ein besseres Feingefühl. So, bei mir ist Öl drin in der Pfanne. Jetzt kommen die Patties. Wow, 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 wow. Jetzt brauche ich, wo ist der Pfanne? Hier ein bisschen runtergehen. Au. Schau, mit dem geht's nicht so. Aua! Mit dem geht's nicht so. Ja, ich hab sonst nichts, Scheren, leider. Ja. Elimian, wir. Au! Es funktioniert nicht! Aua! So, jetzt. Siehst du, hoppala. Also, ich bin noch bei meiner Soße. Mein Fleisch ist gleich fertig. Jetzt kommt die Soße drauf. Eins, zwei. Und auf der Seite noch. So. Ich hoffe, es passt. Oh Scheiße, ich habe meinen Käse vergessen. Scheiße. Also. So, eins, zwei. Meiner. Wird ein ganz klassischer Burger, ohne Salat, ohne viel Tralala. Burger, Fleisch. Mhm. Hier, schau, wie schön das schmeckt. Ich kenne meine Mutter. Schau mal, mein Fleisch. Oh mein Gott, lecker. Leute, ich muss jetzt bitte genau sein, wenn mein Ei kaputt geht. Ei. Film erst ein Ei. Oh, es hat geklappt. Schön drauf, zack. Das war's. Das war's. Okay. Ich bin noch nicht so weit. Bitte warten. Also ja, muss man eben. Und der ist sehr saftig, Mama. Also ich schneide gerade jetzt meine Tomaten. Ich sag's euch, ein Burger muss richtig schön mit Tomate, Salat und so und Ei sein. Nicht so, so leer einfach. Versteht ihr? Jetzt ist einfach eine Frikadelle geworden. Ey! Schaut! Es wird überbacken! Es wird überbacken mit Käse! Ihr versteht das nicht, Leute. Schaut! Nee. Es wird überbackene Burger. Wenn man mit einer Gabelsoße drauf macht. Leute, ich krieg die Krise. Ich habe dieses Kind nicht großgezogen, gell? Das ist nicht meine Tochter. Nicht überbacken, schau mal. Ja, das ist. Ja. Ich habe keine überbackenen Dinger. Das habe ich extra gemacht. Das habe ich extra gemacht. Ja, glaube ich. So, also Tisch, Gian, geh du, bring mal alles an den Tisch. Boah. Boah, was ist das? Also, mein Burger. Schön saftig. Da läuft schon alles runter. Ganz klassisch. Das ist mein Burger. Hier sogar mit einem Ei oben drauf. Das ist extra für den Geschmack noch so. Geschmackverstärker, ja. So, Mama hat jetzt beide Burger. Einmal meiner und Mila ihre. Mila ist aber auch gut geworden, na, irgendwie. So, welchen soll ich jetzt zuerst probieren? So, erstmal eine Frage. Ja. Welcher ist optisch schöner? Optisch finde ich den schöner. Okay. Weil der jetzt einfach zu leer aussieht für mich. Das ist so wie in der Türkei Islak Hamburger. Hamburger. Meinst du, der Wow-Effekt fehlt? Der Wow-Effekt ist der hier, weil der ist groß, da ist Eis, Salat. Okay, groß. Okay, verstehe okay, ich, verstehe ich. Okay. Fängt mit meinem an, weil meiner okay. Ist schon länger fertig. Ja. Okay, also. Oh, jetzt kommt's. Bismillah und rein. Aber großen Biss. Oh,
lecker. Und? Du musst, nein, lass sie erstmal so fühlen jetzt. Ja, lass mich mal fühlen. Zwei Bisse sind immer essentiell. Ja. Ich schmeckt gut. Aber wisst ihr, wie der schmeckt? Kennst du den Cheeseburger von McDonald's? Ja. Nach dem schmeckt er. Echt jetzt? Irgendwie so, ja. Voll gut. So. Ja, irgendwie so. Das war dieser Blick dieses Cheeseburgers mir zu wenig. Das war jetzt so, ja. Das war so, ja, ist aber also gut. Der ist saftig, auf jeden saftig, Fall. Ja. Nein, ist es nicht saftig. Meinst du, ist nicht der Brot schön? Und so weiter, das Brot ist saftig, aber mir fehlt hier, Leute. Da ist die Soße. Bring mir mal Tempo. Also ich sag jetzt mal meine Kriterien, hier fehlt mir einfach... Das ist so ein klassischer Hamburger von McDonald's. Da ist nichts drin. Aber das war ja auch, um ehrlich zu sein, mein Ziel. Aber wenn ich es bewerten muss, ja, okay. Ist für mich okay. Einfach so ein, ja. 1 bis 10. Cheeseburger haben McDonald's. Okay. 1 bis 10. Sag noch nicht, sag's am Ende. Sag erst am Ende. Okay, so. Der Optik hat auf jeden Fall Mlays gewonnen. Boah, also mein Fleisch ist halt ein bisschen klein geworden. Zu groß geworden, aber von Optik her, was so drin ist und so weiter, finde ich jetzt den hier besser. Okay. Ich fange an zu testen, okay? Also Gewürz und so weiter, technisch war Gians Fleisch gut. Da meinst du schon, Gewürz schlechter. Oh, ich habe so Hunger, das sieht so lecker aus. Wieso lasst du? Warum muss ich bewerten? Da ja, du, das ist jetzt, ist Milay die bessere Tochter oder Gian der bessere Sohn? Nein, das ist aber. Oh, das schmeckt hier. Oh, lecker. Erst runterschlucken. Also. Vom Brot her war natürlich Gian sein saftiger, weil er sie angebraten hat. Aber Mlays Brot ist wirklich nicht dieser typische gekaufte Hamburgerbrot. Der schmeckt echt gut. Der ist auch schön weich. Fleisch hat Mlay auch gut gewürzt. Natürlich bei Mlay war jetzt die Form ein bisschen, weil sie zu groß gemacht hat. Also, anscheinend schmeckte die ja sehr gut. Der ist ja schon gleich weg. Ich sag euch eins, der schmeckt mir jetzt definitiv besser. Okay. Weil... Ja, war wieder klar. Nein. Nein. Nicht deswegen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr zwei verschiedene Hamburger gemacht. Er sagt, das ist ein Smashburger und das ist der klassische Hamburger. Ich wollte eigentlich einen Smash machen, ist aber nicht so Smash, genau. Smash geworden. Wenn ich jetzt nach Kriterien also nach zwei verschiedenen bewerten würde, war der natürlich auch lecker. Aber wenn du sagst, Hamburger Mama, okay, dann der hier. Aber ich schmecke den Salat nicht so viel raus, da ist zu wenig Salat für mich. Zum Beispiel, Tomate ist gut. Ei macht es außergewöhnlich. Ich sag jetzt ehrlich, ja, meine Meinung, ich würde jetzt hier 7 Punkte vergeben und bei dir 6 Punkte. 6 Punkte? Ja, weil das ist für mich kein, das ist einfach warte ein... Warte mal, jetzt reicht, jetzt probiere ich beide. Da, ich will auch beide dann probieren. Das ist für mich einfach, also das ist einfach ein klassischer Cheeseburger im McDonald's. Warte, ich nehme auch direkt ein Biscuit, mal. Wow. Ja, der schmeckt schon. Hey, der schmeckt, aber das ist der klassische... Cheeseburger von McDonald's. Boah. Sei ehrlich, das ist keine 6 von 10. 8 von 10 schon. 9 von 10. Okay. Boah, der schmeckt richtig. Also dann dürft ihr mich nicht mehr testen lassen. Ich hab meiner ist einfach so basic. Nee, basic. Nein, nicht den da. Nimm jetzt den 9. Sind zwei verschiedene eigentlich, gell? Sind zwei verschiedene Hamburger eigentlich. Aber das Fleisch ist bei beiden lecker geworden. Also Fleisch habt ihr beide gut gemacht. Ihr habt beide gut gewürzt. Ihr habt beide gut durchgebraten. Bei Mlay fehlt halt ein bisschen, ja, diese, ja, Fleisch, bisschen Käse vielleicht. Also deine ist richtig, wirklich der Smashburger. Alter, wie gut habe ich den hinbekommen, der schmeckt wie von McDonald's. Du hast, ja, sage ich ja, das ist richtig wie McDonald's also geworden. Also richtig McDonald's-like, du hast das echt gut gemacht. Ich finde gar nicht von den Kriterien her, finde ich Abis besser. Also ich finde, dass bei ihm das Käse besser geworden ist und das Fleisch. Käse, ja. Aber ich finde vom generellen Geschmack, es hat meins einfach mehr. Genau.
Weil ich denke, das ist halt der Hamburger mit schönen Tomaten und so weiter. Deine? Also ich könnte mich nicht entscheiden. Ich würde beiden schon so 8,5 Punkte geben. Also je nachdem, was man mehr macht. Aber ihr habt gesagt, ich soll mich entscheiden. Ja. Nach meinem Geschmack, oder? Ja. Nach meinem Geschmack, ein Punkt. Um einen Punkt habe ich gesagt. Also, wie gesagt, aber du hast jetzt wirklich, Gian, du könntest dir zu McDonald's gehen und sagen, ich habe euer Rezept ausfindig. Ja, der war echt lecker. Also, wenn ihr keinen aufwendigen machen wollt, und sagt, es muss lecker schmecken, dann macht bitte den Cheeseburger vom Gian nach. Der ist echt gut. Und wenn ihr sagt, ich möchte was Aufwendiges, was wirklich Burger-like ist, bisschen mehr Sachen drin, dann müsst ihr den... mal mit Ei aus. Das mit Ei, genau. Das sind eigentlich zwei verschiedene Burger, aber wie gesagt, wenn ich sage Hamburger, dann habe ich halt gesagt den hier. Aber ihr wart beide perfekt. Ich muss ehrlich gestehen, meine Kinder, die eigentlich nie kochen, Milet das erste Mal in ihrem Leben... Ja. Fleisch macht und Gian auch. Gian, du hast auch erst genug alleine Putenschnitz gemacht. Das war alles, gell? Mehr nicht. Ja, also Sucuk-Ei. Ja, Sucuk, das ist aber kein Fleisch. Jetzt hast du alles selber gemacht. Das erste Mal. Hey, wenn wir diese Reihe machen, können die zwei irgendwann kochen. Wir lassen die auch mal türkisch kochen. Okay. Das beste Geschmack. Okay. Also zwei rüber zu Milets Welt. Da gibt's eine Revanche. Da gibt's eine Revanche, genau, glaube ich. Es gibt jetzt eine Revanche. Die ist zeitgleich jetzt online. Ja. Wer macht den besseren Hotdog? Und diesmal muss ich gewinnen. Freut euch auf die nächste Reihe am nächsten Sonntag, was da für ein Video kommt, was die dann machen. Also das war's mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen für die nächste Woche dann. Ja. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.